Palmbuschen binden. Schon die Kleinsten aus dem Kindergarten werden mit dem Brauchtum konfrontiert und sind mit Begeisterung dabei. Wer geht alles mit dir beim Palmbuschen tragen? Die ganzen Kindergartenkinder. Was wirst du denn da anziehen? Ja, eine schöne Lederjacke vielleicht. Ein Haus noch schön, der was ich vielleicht jetzt anhabe, gell? Und ja, und dann noch ein Leib oder Scheiß, gell? Mit dem Palmsonntag beginnt liturgisch die Karwoche, auch Heilige Woche genannt. Die Palmweihe, ein Brauch am Palmsonntag, der an den Einzug Jesus in Jerusalem erinnert, wird auch schon seit vielen Generationen in der Pfarre Mautern gepflegt. Allmächtiger, ewiger Gott, segne die Palmzweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unseren Herrn und König, huldigen. Nach der Palmsegnung, die in der Klosterkirche vollzogen wird, setzt sich die Prozession in Richtung Pfarrkirche in Bewegung. Viele Gläubige aus Mautern waren trotz Kälte mit auf dem Weg. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Freude und Frieden. Mit der Palmweihe und der Prozession wird die Karwoche eingeleitet. Was bedeutet das in der heutigen Zeit für den Gläubigen? Ich denke, dass es ein überzeugendes Geschehen ist, dass Gott sich den Menschen so nahe gebracht hat, so nahe gekommen ist, dass er nicht nur also fern im Himmel ist, sondern tatsächlich Erde ist. Leid kennt, Unterdrückung kennt, Verzagen kennt, Angst kennt. Quer durch die Generationen sind die Bewohner von Mautern heute bei der Palmsegnung. Ist das Brauchtum in Mautern so gefestigt? Ja, das Brauchtum bei uns, die Palmweihe mit den Palmbuschen tragen, das ist schon seit ich kleiner Bub bin ganz was Großes und was Einmaliges auch bei uns, glaube ich, in der Region. Und das ist ja noch gar nicht vorbei jetzt gehen wir heim. Jetzt gehen wir noch hineinziehen, heißt es. Muss man dreimal für bei uns Bauern um einen Hof gehen und dann kriegen die Kinder ein rotes Ohr von den Eltern oder von den Großeltern. Und man sieht es von klein und groß, wenn es mit älteren Leuten reist, ist alles da heute. Die sagen, es war früher schon so und auch so viel Leute. Die Palmbuschen sind ein wenig kleiner geworden. Ich weiß nicht, wo das liegt, aber es ist eine riesengroße Geschichte für die Kinder.